Ab jetzt hab ich Glück für immer, für immer. Scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Wo fängt Luxus für euch an? Ist das schon Luxus? Das ist auf jeden Fall per Nightliner-Definition kein Luxus, weil die gibt's nicht anders. Ab jetzt gönn ich mir den Spaß. Ich finde das schon sehr luxuriös, ja. Auf jeden Fall. Es ist schön so zu reisen. Man bekommt nicht viel mit von der Fahrt, das ist das Coole. Man kann einfach pennen, kommt morgens früh und wach an und kann gut in den Tag starten und keinen Stress zu haben, ist Luxus. Normalerweise im Hotel hat man ein schönes Frühstücksbuffet. Wie wird denn hier gefrühstückt? Naja, also schönes Frühstücksbuffet ist relativ. Du frühstückst ja generell nicht, deswegen ist das für Kri auch einfach egal. Es gibt meistens so gegen Mittag, wenn wir in die Location rein dürfen, Brötchen, Brötchen und Aufstriche, Aufschnitt. Bis jetzt sind wir mal sehr, sehr gut versorgt gewesen, tatsächlich, ja. Die Venues kümmern sich dann tatsächlich um dein Frühstück. Das ist echt ganz nett. Nach der Show dann eher chillen oder Party? Wenn ihr sagt, es gibt erst in der Venue Frühstück, kann man ja vielleicht ein bisschen länger schlafen, aber ein Monat Party? Genau, ein Monat Party ist dann so, dann kannst du auf jeden Fall nicht einen Monat Konzerte machen. Also du musst auf jeden Fall fit sein. Das ist völlig klar. Ist das vielleicht auch so ein Vorurteil, so Rockstar-Life-Party, jede Nacht im Nightliner die ganze Nacht durchmachen und dann völlig verkatert auf die Bühne? Ich denke mal, sowas wird es geben. Wenn ja, Respekt an die Menschen, die das so durchziehen können. So. Also ich habe für meinen Teil auf jeden Fall gemerkt, dass ich das jetzt aber auch zu dieser Tour gerade gar nicht möchte. Einfach, weil... Also ich bin bestimmt kein Kind von Traurigkeit, so. Aber ich habe einfach auch Bock, irgendwie abzuliefern. Und habt ihr denn so ein Fitnessprogramm, bevor ihr auf Tour geht, um fit für die Tour zu werden? Nee, so professionell ist es dann doch wiederum nicht. das kommt dann erst. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, tatsächlich dieses Reisen am Stück, obwohl wir, wo sind wir heute, Tag 8, 9? Ich glaube, 11 Tage am Stück haben wir schon mal gemacht, aber halt keine 26 oder 27, was es jetzt sind. Und denke mal, da kommt man dann erst auch mal rein und guckt, wie das dann alles aussieht später. Und daraus kann man dann irgendwie schlussfolgern, ja okay, vielleicht muss ich das nächste Mal mich vorbereiten besser. Aber zu all der ganzen Motivation braucht man halt auch die Zeit. Und die war auch so oder so nicht da. Ja, die Zeit war rar gesät. Selbst Proben waren rar gesät. Wir sind froh, dass das alles so gut klappt. Ja. So. Playlist im Bus, wer bestimmt die? Und gibt es überhaupt eine oder gibt es immer Streit um die Musik? Meistens bestimmt das die Person, die sich mit ihrem Telefon so schnell wie möglich als erste an dieses Bluetooth-Ding da drangehangen hat. Aber weiß gar nicht, also hier läuft eigentlich auch nicht viel Musik. Irgendwie ne? Nicht, ne? Also irgendwie solange man im Bus ist, solange man im Bus ist, hält man wie die Fresse und pennt. Geschichten, ne? Man erzählt halt abends viel und so irgendwie, ja, aber. Abends, aber. Tatsächlich Musik gehört haben wir bis jetzt nur ein, zwei Mal so richtig. Mhm. Wir verbringen auch die meiste Zeit nicht im Bus, ja, wenn wir tagsüber in den Locations sind. Also so geil das jetzt hier aussieht, mit 12 Leuten ist ja auch nicht viel Platz. Also das ist, wenn wir alle die ganze Zeit hier abhängen würden, dann wird uns das auch richtig auf den Sack gehen. Perfekte Überleitung. Geht ihr euch auch mal auf die Nerven? Sicherlich, klar. Bestimmt. Ja, aber mittlerweile ist man so eingespielt. Ich meine, wir kennen uns jetzt alle seit... mindestens 2 bis 12 Jahren alle. Also da gibt's so langsam, hat man, glaube ich, seinen Weg gefunden und weiß auch, wann irgendwer, wenn er still ist, vielleicht in Ruhe gelassen werden will oder so. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, sich in seine Koje zurückzuziehen, den Vorhang zuzuziehen, Kopfhörer aufzuziehen, einen Film zu gucken oder einfach zu pennen, wenn man alleine sein will. Das geht. Geräuschunterdrückende Kopfhörer sind ein Muss oder... Ist die Tür dicht? Die Tür... Schnarchunterdrückende Kopfhörer sind auf jeden Fall ein Muss. Ja, also die ersten 2 Tage auf so einer Tour sind immer gefüllt mit Hass bei manchen Leuten gegenüber denen, die schnarchen, und danach geht's. So. Aber es gibt so eine geile Luke oben im Dach vom Bus, die kann man so ein bisschen aufmachen und dann rauscht es permanent und dann ist das Schnarchen nicht mehr so laut. Gibt es bei euch einen Putzteufel? Ich habe eben einmal gehört, Jacken gehören an die Garderobe. Bist du das eher oder... Ja, keine Ahnung, Putzzeug. Ich mag es, wenn es ordentlich ist, tatsächlich, sagen wir mal so. Und wie Nico auch schon sagt, wenn wir hier 12 Leute sind und jeder sich benimmt wie Scheiße, dann haben wir ja alle keinen Spaß mehr. Also, und, also wir sind generell, glaube ich, eine sehr ordnungsliebende Band, aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die schneller dann auch mal ihren Mund aufmachen, da gehörst du zum Glück dazu. Vor 2 Tagen ist mir halt der Kragen geplatzt. Ja. Also, ich war nämlich 4 Tage hier und es sah aus wie ein... Hallo, ist nett hier. Ist voll schön.
Man darf nie vergessen, dass es eigentlich, es ist eine hübscher gemachte Jugendherberge auf Rädern. Ne? Ja. Also, und die Betten stehen noch näher zusammen, als es in der Jugendherberge ist. Ich muss sagen, da war ich auch echt überrascht, als ich durchs Schlafzimmer reinkam. Und es ist ja schon wirklich sehr intim. Und an alle, die sich vorstellen, das ist hier das Luxus-Life, denen quillt das Gold aus dem Hintern. Also es ist doch sehr bodenständig und ich finde es sehr sympathisch. Es ist schon, man merkt, ihr habt Bock drauf. Ja, voll. Also man muss ganz ehrlich auch sagen, am Ende ist das hier nochmal ein bisschen günstiger, als überall für 12 Leute Hotels zu buchen, ne? Und mit 3 Autos zu fahren oder so. Das ist halt auch das Ding. Also wir haben den Bus jetzt nicht genommen, weil uns halt die Kohle aus dem Arsch quillt, sondern eher, weil es die günstigste Wahl war. Und sind froh, dass es so aussieht und nicht anders. Also ihr seid ja auch sehr bodenständige Menschen, wenn ich mitkriege, was ihr alles unterstützt. Sea Shepherd habt ihr einen Song rausgehauen, damals Hate Divide Music Unites. Und jetzt habe ich gesehen, man kann beim Crowdfunding eine Nacht im Nightliner gewinnen, wo gerade wieder bei den Team-Situationen sind. Ja, damit wollten wir das Projekt A Global Mess unterstützen. Das machen Diana und Felix, sind 2 Freunde von uns, die nach Südostasien gereist sind und sich quasi mit dort ansässigen Szenen befasst haben, also mit Subkulturen, sich damit auseinandergesetzt und haben sowohl ein Buch darüber geschrieben, als auch einen Film gemacht, eine Dokumentation, halten Lesungen, machen jetzt Filmvorstellungen irgendwie deutschlandweit und die haben halt natürlich für die ganze Geschichte ein Crowdfunding ins Leben gerufen, um das alles finanzieren zu können, völlig klar. Dann haben wir gesagt, ey, da machen wir auf jeden Fall mit, weil sie uns auch gefragt haben, so, ey, wir wollen gerne irgendwie 2, 3 Bands haben, die wir auch kennen, die es unterstützen mit irgendwas. Hättet ihr Bock, irgendwas zu spenden, wie ein altes Bühnenbackdrop oder so? Dann haben wir gesagt, ja, gerne, aber das ist doch langweilig. Wir fahren jetzt hier gerade auf Tour, lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht sowas verlosen können. Das wäre doch viel geiler. Ist doch vielleicht interessanter für Leute. Eine letzte Frage nochmal zum Sea Shepherd Song. Ist Gigi D'Agostino geworden? Ich war total geflasht, ja. Wie kamt ihr darauf? Das ist tatsächlich eins von Doms und meinen Lieblingsliedern aus den 90ern. Und wir wollten einfach was Verrücktes machen. Und da haben wir überlegt, warum nicht einfach mal, wie sagt man so schön, Italo-Elektro? Nee, es gab so einen schönen Namen dafür. Scheiße, wie hieß das denn? Ich weiß es auch nicht mehr. Egal, wir haben auf jeden Fall fanden wir es witzig, das zu covern. Ich habe neulich den Begriff Michael Jackson Metal für so eine Musik gehört. Wow. Fand ich auch interessant. Aber weil gestern haben wir nicht gestern auch, war da nicht irgendwie sowas oder vorgestern im Radio oder gestern? Freitagabend Metal oder so ein Scheiß gab es auch. Es gibt so weirde Bezeichnungen. Ne, aber wir haben tatsächlich einfach mehrere Sachen in den Topf geworfen. Es war völlig klar, dass wir ein englischsprachiges Cover machen wollen. Und da das sowieso schon für eine deutschsprachige Band absurd ist, haben wir gesagt, okay, dann lass uns auf jeden Fall irgendwas nehmen, was völlig aus unserem Rahmen rausfällt. Und dann waren so 5, 6 Sachen im Pott und ja, Gigi D'Agostino hat am meisten Verfechter gehabt und hat dementsprechend gewonnen. Ist auf jeden Fall mega geil geworden. Also auch die Platte kauft sie euch und die Tourdaten findet ihr im Anhang. Kommt vorbei noch zu einer Show eurer Wahl und vielen Dank an euch. Gerne. Ich freue mich aufs Konzert später. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß wünsche ich uns allen. Ciao. Ciao.